kein Parkplatz frei. Blöde Arschkriecher, die schon am Vormittag zur Arbeit kommen und Donuts fressen, die rechtmäßig mir gehören. Nein! Super dämlicher Smart. Nein! Platzblockierende SUV! Nein! Unpraktisches Sinkloch! Nein! Obligatorischer Schlusstitel! Nein! Entwickelt von? Was heißt das überhaupt? Da ist frei! Homer, nein, das ist der Platz von Burns. Wie konntest du das Schild übersehen? Der letzte, der da geparkt hat, ist jetzt eine Bremsschwelle. Runter vom Gas! Jungs, bleibt cool. Burns erfährt das nie. Er macht diese Woche Urlaub mit seinen schrägen Jägerkumpels. Liebe Ordensbrüder der Ritterschaft der Heiligen Weißhaut, wir haben heute noch vieles zu erlegen, also lasst die sedierten Wachteln los. Wie soll ich sie jagen, wenn sie sich bewegen kann? Jetzt versuch es, Davy Crockett! Verdammte Oberflächenspannung! Augenblick! Wenn ich auf dem Parkplatz von Mr. Burns stehen kann, kann ich sein ganzes Leben leben. Und los geht's, bevor ich es durchdacht habe. Ding, ding, dong, sing unseren Tiki-Song. Und jeder sagt hier, ja, wir hören's. Wir feiern einen tollen Mann, den Wiki Wacker Licky Lacker Magic Mr. Burns. The Wiki Wacker Licky Lacker 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 Mr. Burns. The Wiki Wacker. Simpson zielt genau mit seinem Schlagstock und macht sich bereit, das runde Dings mit den Dellen zu prügeln. Und jetzt kommt sein Schlachtruf. 3-Punkte-Wurf, abseits, hat, hat! Simpson! Ha! In Deckung! Stockwerk Pizza ist eine Glühbirne kaputt! Waren nicht immer die allerbesten Freunde. Und wir wollen Ihnen eine Geschichte aus einer Zeit erzählen, als wir uns wirklich nicht verstanden haben. Aber wir haben uns zusammengerauft. Und wir mögen uns jetzt mehr als je zuvor. Jetzt hast du das Ende verraten, du Quarktasche. Quark. Aufzeichnung. Nachdem das Wasser der Bucht von Springfield jahrelang verschmutzt war, freue ich mich, dass man nun gefahrlos darin schwimmen kann. Ja! Ein Hurra auf ein saubereres Springfield! Es ist nicht sauberer, wir haben nur die Sicherheitsvorschriften gelockert. Hey! Ja! Okay, wer hat Lust auf einen Strandtag? Ich hab genug Strand bei der Anseo-Strandinvasion. Erbärmlich, ich war dabei und es war ganz anders. Ich ergebe mich. Ich gehe vor, damit sie nicht wissen, dass es eine Falle ist. Meins, meins, Movado. Das ist das Ekelhafteste, was ich hier in einem Strand gesehen habe. Irgendwie echt traurig. Das nenne ich Amore. Verbreitet die frohe Botschaft. Da die Kinder über den Sommer nicht da sind, haben wir in jedem Raum des Hauses gekuschelt. Danke, Camp Krusty. Ja, Entschuldigung. Na, haben wir ein bisschen zugenommen, Chief? Unsere Gefriertruhe ist kaputt. Wir müssen jeden Speck, den wir kaufen, sofort essen. Simpson, wir haben einen anonymen Anruf wegen eines Gongs erhalten.
Chief Wiggum, darf ein Mann nicht die Gesellschaft seiner Frau im Baumhaus seines Sohns genießen? Haben Sie das Schild nicht gelesen? Das ist nur Blödsinn, den ein Kind geschrieben hat. Das haben die über die Unabhängigkeitserklärung auch gesagt, Lou. Wer hat das gesagt? König, halt die Klappe! Hören Sie, wir sind verheiratet, das ist unser Zuhause und unseren Kindern geht's gut. Tod im Tenniscamp! Ich kann nicht glauben, dass es 6 Wochen Schnurrbart hat. Eure Kinder sind zurück, außer das von den Johnsons. Mit denen muss ich persönlich reden. Ich hab die Zitronenlimo-Krankheit. Die Basketballteams waren Haut gegen Knochen. Ich sag's euch, das war ein heftiges Camp. Wie ich sehe, lutschst du wieder an deinem Daumen. Kirk, du sagtest, er hat aufgehört. Kirk, wir haben das besprochen. Ein anderes Laster kann ich mir nicht leisten. Oh, meine armen kleinen Babys. Wisst ihr, was Kinder kriegen, wenn sie ein schlimmes Erlebnis durchgemacht haben? Sie kriegen Eis! So ein Quatsch. Sie kriegen Therapie. Oh. Kinder, das war eine furchtbare Erfahrung, aber am Ende dieses Ausritts durch die Dunkelheit wartet ein Ponyhof voller Hoffnung auf euch. Ist doch schön. Wie lange wollen Sie noch so rumlabern? Nun, sagen wir einfach, so lange, bis eure Augen wieder lachen. Zum Splashmore? Fährst du mit uns zum Splashmore? Ihr seid schon da. Ihr steht nur in der langen Schlange an. Dankeschön. Wir sind dir sehr dankbar. Punkte. Komm mit. Wohin? Punkte. Entschuldigung. Punkte. Darf Meine ich mal? Kappe. Punkte. Nein, Dad, nein. Wir haben dafür 1 Stunde lang angestanden. Ja, guter Punkt. Punkte. Würdest du bitte erklären, wo du mit uns hinfährst und sag nicht wieder Punkte. Nach einem Leben voller Kreditkartenschulden, der Bezahlung von Kreditkartenschulden und noch schlimmeren Kreditkartenschulden, besitzt diese Familie 2 Millionen hotelprämienteue Punkte, die wir nur im nächsten Second Best Western Hotel einlösen können. Oh, Dad, die Punkte verfallen um Mitternacht. Keine Sorge, wenn ich 14 Stunden einen 80-Meilen-Schnitt fahre, schaffen wir's. Ich liebe dich, Homer. Steig aufs Gas, Dad! Ich nehme den Anruf von Grandpa an. Verbindung abgebrochen. Aber meine Leber! Also wohin genau fahren wir? Ein geschlossenen Toys R Us. Ich erspähe ein bankrottes Sears & Roebuck. Nein! Ich halte nicht viel von diesem Spiel. Ich finde es ein wenig... Ein Elektromarkt, der von wilden Hunden erobert wurde. Volltreffer! Warum bejubelt ihr den Niedergang unseres Landes? Sie ist positiv. Wir sind unterwegs zu dem Ort, der niemals absteigen kann, weil er nie besonders toll gewesen ist. Upstate New York! Start watching Fox News. Stop watching your weight. There is no fancy part of it. Upstate New York. They're fond of their booze. Hot wing sauce is great. I'm gonna clog my heart in it. Upstate New York. I wanna sleep in a city that never wakes, and find I'm fitting right in one of the gates. Par for the course, the Kodak plant closed, but I'm a longing to stay and go on disability in upstate New York. Can't make it anywhere, but I can make it there. I love you so. Upstate New York. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I want
wonder where you are tonight. No answer on the telephone. Turn around.